Die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Unsere Willkommenskultur ist beendet. Wenn man Krieg haben will in diesem Bundestag, dann kann man auch Krieg kriegen. Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet, dann wird wieder Politik für das Volk und zwar nur für das Volk gemacht. Ja. Denn wir sind das Volk, liebe Freunde. Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Frau Merkel wegen ihrer Messerquoten als Kanzlerin zurücktreten muss. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Antifa, da können Sie noch so blöd oder so hässlich sein. Und man liest und hört ja, dass eure Eltern meistens Geschwister waren. Und wenn ich mir das ein oder andere Gesicht genauer anschaue, meine Damen und Herren, dann habe ich fast den Eindruck, als wären die Haustiere auch nicht weit gewesen. Wenn es Teil des AfD-Erfolges sein soll, die 68er Erben und Verwalter auf die politische Sondermülldeponie der Geschichte zu befördern, dann nehme ich diesen Teil unseres politischen Auftrages gerne an, denn da gehören sie nämlich hin. Und ich sage es nochmal, ich bin dafür, habe mal eine Rüge bekommen von dem Landtagspräsidenten, wir werden auf den Gräbern tanzen. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse. Die Bundeskanzlerin will vollendete Tatsachen schaffen, bevor sie abtritt. Sie will den Bevölkerungsaustausch unumkehrbar machen. Wir sollen als Volk und als Nation allmählich absterben. Die Bundesregierung will, dass wir für die Einwanderer arbeiten, damit die in Ruhe Kinder in die Welt setzen und den Bevölkerungsaustausch vollenden können. Die Ideologie des Multikulti, Einwanderung komme es, was wolle, um den deutschen Nationalstaat aufzulösen. Immigranten deutlich sitzt, die haben deutlich häufiger ein Messer am Mann und das Messer sitzt deutlich lockerer. Wir haben nicht das Problem des Antisemitismus hier, sondern wir haben das Problem der deutschen Feindlichkeit, nicht der Judenfeindlichkeit. Die deutsche Feindlichkeit ist in Deutschland tausendmal schlimmer als die Judenfeindlichkeit. Im 21. Jahrhundert trifft der lebensbejahende afrikanische Ausbreitungstyp auf den selbstverneinenden europäischen Platzhaltertyp. Des Weiteren fördern Sie auch die Massenmigration nach Europa, obwohl ein CO2-Abdruck eines Mitteleuropäers 10-mal so groß ist wie eines Menschen in Afrika. Das heißt, 1 Million Menschen, die sie zu uns holen, verbrauchen oder erzeugen 10-mal so viel CO2 wie in Afrika. Papa-Gefährder, Mama-Gefährder und die Gefährder-Bambini. Die Kleinen gehen natürlich zum staatlichen Werteunterricht und hinterher zu Papas Enthauptungsunterricht. Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Deutschland haben nach dem Krieg die Trümmerfrauen aufgebaut und nicht die Türken. Masseneinwanderung ist Messereinwanderung. Die Linke ist eine Schande für Deutschland. Liegt eigentlich Grüne, die einen Schulabschluss und einen Hochschulabschluss haben? Der ein oder andere sagt, das sind die Klimawandel, das sind Koksnasen und das sind Kinderschänder. Ich komme mal locker auf 35 Jahre für die Fuchtel aus dem Kanzleramt. Wir klären auf, klagen dann an und schicken die alte Fuchtel in den Knast. Und wir werden sie dann auch Gott sei Dank in Anatolien entsorgen können. 2 Minuten vor der Geburt soll das Kind nach Überzeugung der Jusos getötet werden dürfen. Und wenn Schüler eine der glücklichen Schulen mit bereits implementierter Erziehung zur sogenannten Sexualität der Vielfalt besuchen dürfen, dann, meine Damen und Herren, dann ist sichergestellt, dass sie am Ende der 4. Klasse besser Kondome über Gummipenisse rollen können als das Große und Kleine einmal eins. Also diejenigen, die Toleranz predigen, grenzen andere aus. Und die predigen Hass, nicht wir. Claudia Roth, dieses missglückte Picasso-Gemälde. Man hat noch nie jemanden von ihrer saufenden, rülpsenden Bande jemals gesehen. Wenn die Franzosen zu Recht stolz auf ihren Kaiser sind und die Briten auf Nelson und Churchill, haben wir das Recht, stolz zu sein auf die Leistungen deutscher Soldaten in 2 Weltkriegen. Ich will es Ihnen gerne mal erklären, weil die arme Rentnerin aus dem bayerischen Wald zu Recht sauer ist, wenn sie auf den Bus warten muss, der 3-mal am Tag kommt.
während die Asylbewerber nebenan auf Staatskosten mit dem Taxi abgeholt werden. Sie sprechen diesen Migrationsdruck an und der manifestiert sich in dem Bevölkerungswachstum. Den kann ich nicht beenden, denn da müsste ich jeden Afrikaner trennen von seiner Partnerin. Gut. Und, aber wir wissen ja, wie schon unsere Fürstin Gloria sagte, so treffend, der Afrikaner schnackselt halt gern. Heute sind wir tolerant und morgen fremd im eigenen Land. Wo ist die Verhaftungswelle, die den Bürger schützen kann? Wir haben die Türken nicht vor Wien geschlagen, um ihn jetzt Berlin zu überlassen. Und gute Besserung nach Bremen. Und noch einen kleinen Gruß aus Berlin-Kreuzberg. Wir werden euch kriegen, ihr Säcke. Unser schönes Bayernland, das Tag für Tag mehr sein Gesicht verliert und in eine multiethnische Besiedlungszone umgewandelt werden soll. Es gibt unglaublich viele HIV-Fälle, die gibt es ja in Schwarzafrika, das wissen wir. Es gibt aber auch Krätze, meine Damen und Herren, es gibt TBC bei uns wieder, das sind Krankheiten, die haben wir hier im Landkreis seit Jahren nicht mehr gesehen gehabt. Ich möchte wissen, wenn mich in der Nachbarschaft ein Neger anküsst oder anhustet, dann muss ich wissen, ist der krank oder ist er nicht krank? Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahre erfolgreicher deutscher Geschichte. Ich stelle mir das vor, wir gründen so eine Never Come Back Airline. Und ich bin auf dem Flug nach irgendwo. Und ich bin ganz sicher, wir kriegen den Flieger voll mit den Claudia Roths, den Cem Özdemirs und wie sie alle heißen. Denn eines ist klar. Und unmissverständlich, wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Meiner Meinung nach ist der Verfassungsschutz, so wie er in Deutschland konzipiert ist, leider, muss man sagen, vor allen Dingen auch ein Herrschaftssicherungsinstrument in den Händen der Kartellparteien. Wie Professor Hessenkepper schon angedeutet hat, sind die wirtschaftlichen Begleiterscheinungen des groß angelegten Sozialexperiments, auch Flüchtlingskrise genannt. Solche Menschen müssen wir selbstverständlich entsorgen. Wir müssen klar immer wieder darauf hinweisen, dass nicht Merkel das Problem ist, sondern dass sie nur der Kopf eines stinkenden Fisches ist. Dass nicht nur Merkel weg muss, sondern dass das Merkel-System weg muss, liebe Freunde. Und dieses Merkel-System sind sämtliche Kartellparteien, die es nicht gut mit diesem Land meinen. Wir dürfen Deutschland nicht mit Afrikanern überfluten. Nein, das dürfen wir nicht, das können wir nicht und das werden wir verhindern. Wir Deutsche sind einfach zu gut. Das ging ja schon an mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Ich unterstelle einfach, dass wir in den Krieg getrieben wurden. Warum hätten wir Polen angreifen sollen? Für mich ist Deutschland auch, oder Ostdeutschland, hinter der Oder. Von Ostdeutschland, wo wir immer sprechen, ist für mich Mitteldeutschland. Wir sind besetzt. Naja, und es gibt ja auch noch die berühmte Kanzlerakte. Nach jeder Bundestagswahl muss der gewählte Bundeskanzler mit dem Außenminister nach Amerika. Und da weiß man ja, dass die dann ihre Anweisungen kriegen. Dieser selbe Drecksack, ja wahrscheinlich Antifa von bekifften Eltern oder sowas, hat dann abends in einer Kneipe versucht, da er über den Tag nicht zum Zuge gekommen ist, dort noch für Stimmung zu sorgen und war leider an die falschen Norweger nämlich wieder geraten. Und diese Norweger haben noch einen etwas höheren Nationalstolz als wir und hat diese versucht aufzusingen, hier noch gegen Deutschland in dieser Kneipe dann mit Stimmung zu machen. Die Norweger haben diesen Typen gepackt, haben ihn vor laufenden Leuten dort links und rechts eine derartige verpasst, dass dem Hirn und Sehen vergangen ist, haben ihn rausgeschleppt auf die Straße, haben ihn auf der Straße in den Dreck geschmissen, haben jeder auf diesen Typen drauf gespuckt und haben ihm zu verstehen gegeben, wenn er nochmal in die Kneipe kommt, dann liegt er nicht mehr auf der Straße, sondern ein Stück tiefer. Diese Kümmelhändler haben selbst einen Völkermord an 1,5 Millionen Armeniern am Arsch. Diese Kameltreiber sollen sich dorthin scheren, wo sie hingehören. Weit, weit, weit hinter dem Bosporus zu ihren Lehmhütten und Vielweibern. Hier haben sie nichts zu suchen und nichts zu melden. Punkt. Es wäre Verrat an unserem deutschen Volk, das Wahl- und Staatsbürgerrecht an jeden hereingeholten Antänzer und jeden Ficky-Ficky-Fachkraft hier zu verschenken. Ich weiß nicht, wovon diese ehemaligen Wähler der Linkspartei das bezahlen sollen. Die haben seit 1989 keinen regulären Job mehr gehabt. Der Umstand, dass in diesem Hohen Hause es scheinbar nicht mehr möglich ist, Äußerungen, die direkt oder indirekt den Volkstod unseres Volkes verlangen,
zu rügen. Aufgabe einer verantwortungsvollen Politik ist es aber, dafür Sorge zu tragen, dass das Engagement der Jugend nicht in die Fänge der grünen Klimasekte gerät. Einer Sekte, in der gewissenlose Gurus wie Herr Habeck, Frau Baerbock oder auch Frau Roth unsere Jugend mit irrationalen Klimaängsten für linksextreme Gesellschaftsmodelle gefügig machen wollen. Es ist nun mal so, dass die Krim jetzt die russische Krim ist. Daran werden auch die Leute, die das sehr kritisch begleiten, nichts mehr ändern können. Die Krim kommt nicht mehr zurück. Meine Damen und Herren, hier sitzen nicht nur Antidemokraten. Es gibt hier eine Partei, die kämpft für die Demokratie, und das ist die AfD. Vielen Dank.